Hallo! Hallo! Wir sind bei einer Aufnahme Bomba Pengu. Es ist ein sehr brutales Spiel. Und da habe ich den Meister des Spiels, Eiterbeule, mit mir ins Boot geholt. Ich werde den Dorfmann besiegen! Der kann nichts! Das denkst auch nur du. So, jetzt stehen wir schon vom ersten Problem, nämlich wir müssen erstmal den Rivalen Eiterbeule finden. Oder du lädst mich wieder ein, 76535. Okay, und es kam nichts an. Okay. Herausforderung. Ich bin 72925. Soweit kannst du schon zählen. Das Mensch. lernt man in der Schule. Ja, ich war nie in der Schule. Ich hatte nie das Geld dazu. Kostet viel. Oh nein. Jetzt habe ich dich schon eingeladen. Jetzt mache ich das einfach nochmal. Lade du mich einfach nochmal ein. Oh, jetzt. Oh nein, es geht los. Oh nein. Und da. Oh nein. Das klang sehr schön, wenn ich dir sagen darf. Ich habe schon eine extra Bombe und darf Bomben verschieben. Du hast schon verloren. Oh ja. Oh nein. Jetzt kommt diese Werbung manchmal. Kennst du das? Wenn dann Werbung kommt und das Bild sich verschiebt. Oh ja. Aber da kann man doch nicht spielen und gegen dich gewinnen. Weißt du, das sind deine Tricks, die du dann immer nimmst, um zu gewinnen. Machst du jetzt? Gewinnst du jetzt oder wie hast du dir das vorgestellt? Ha, pass auf, und jetzt. Ha! Ha! Weil du so schlecht bist. Ha! Okay, wir müssen aber um was wetten. Okay. Okay, aber jetzt ist die Frage, ob ich den haben möchte. Aber ich glaube nicht. Dann beleidigen die mich. Deine Zuschauer beleidigen mich dann. Ne, die musst du mal ziehen so richtig. Immer hauen, wenn die was Böses machen. Okay. Ich sehe, du kannst das spielen. Hätte ich nicht gedacht. Aber du weißt, dass das ab 18 ist. Nein, oh nein! Erzähl doch mal was aus deiner Jugend. Nein! Was hat er immer gemacht? Hat er dich gehauen? Verprügelt? Oh! Das ist ja noch schlimmer. Hat er dich trotzdem verprügelt? Die haben mich verprügelt mit einem Bügeleisen. Oh, tat das weh? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so weh tut. Und was hast du dann gemacht? Was glaubst du wohl? Oh, geweint. Ich hab die erstmal fertig gemacht und gesagt: Ey, du dummes Mädchen! Wenn ich dich auf der Straße wäre, kriegst du Prügel! Und dann hast du sie auch verprügelt auf der Straße. Jo! Ja, gut so. Lass dir das nicht gefallen. Dann hast du. Ey! Ey! Toll, das zählt nicht. Das zählt nicht, wir müssen nochmal spielen. Du selber. Wir müssen nochmal spielen. Von zu Hause. Weißt du, wo das ist? Da war ich auch mal. Oh ja. Ist schön dort. Oh ja. Besonders wenn wir nachts alleine sind. Da hast du recht. Dann sind wir die Superfreunde. Oh ja.
aber jetzt, wenn wir jetzt hier spielen, dann glaube ich, sind wir nicht mehr die super Freunde. Sind wir die super Feinde. Nein! Willst du mich einfach beleidigen, oder was? Hey, du darfst mich nicht töten. Das ist unfair. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Wer ist gestorben? Ich hab's gar nicht gesehen. Bist du wieder gestorben? Nee, du. Ja, nein, du. Nein. Du. Und oh nein. Er sagt, ich soll mich anmelden. Oh nein. Meld dich an. Jetzt in der Aufnahme. Aber dann hauen mich deine Zuschauer doch. Ja, aber das ist ein Tutorial, wie man sich anmeldet. Achso, also spielen wir gerade illegal, dann müssen wir jetzt aufhören mit aufnehmen. Wir nehmen noch auf. Okay, okay. Also schreibe ich in den Titel, wir spielen legal. Ja, und wir reden auch heute immer noch über ein Thema, Leute. Und zwar, wie geht man am besten zur Schule? Oh. Nein, ich bin gestorben. Wie doof du bist. Oh Mann, du bist viel zu gut, ey. Ich glaube, du hast das die ganze Zeit schon gespielt, oder? Nein, heute erst zum ersten Mal. Ach so, du kanntest das Spiel vorher gar nicht. Nee. Mensch, das ist ja ein Naturtalent. Ist blind. Genau. Okay, du wolltest sagen, wie kommt man denn nur am besten zur Schule? Ja, du musst erst mal bei der Coole sein. Also hinten im Bus sitzen. Ja. Oh. Und dann noch die anderen beleidigen. Und was ist mit den alten Omas, die im Bus sitzen? Die besonders. Okay, und muss man die muss man doch in den Sitzen runterschubsen, oder? Oh nein. Tja. Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Ja, und am besten macht ihr so. Eure Tasche stellt ihr immer auf den Fensterplatz. Und ihr setzt euch vorne hin, sodass sich keiner neben euch setzen kann. Boah. Und wie muss man sich anziehen, damit man cool wirkt? Man muss eine Cappy rückwärts tragen. Okay. Und eine Lederjacke. Oh. Und die Hosen, wie müssen die aussehen? Lang, kurz? Ganz lang und die müsst ihr ganz unten tragen. Okay. Und dann ist man der Coolste. Im Bus erstmal. Ja, ja. Wenn man da, Bus. Ja, und wenn man dann angekommen ist? Was macht man dann, wenn man in der Schule angekommen ist? Ich bin sowas von tot. Toll. Jetzt kann ich nicht mehr in die Schule gehen. Doch. Wenn man dann in der Schule angekommen ist, muss man erstmal sagen, ey, du Dorfmann, was hast du wieder für eine Note geschrieben? Oh. Eine 7 plus? Boah, so schlecht ist der. Ja. Boah, nee, gibt's da nicht. Das war uns auch schon oft, dass welche eine 7 geschrieben haben. Nee. Und sind ja schon welche wegen dir von der Schule geflogen? Weil, oh nein. Weil du die immer doof gemacht hast, weil du gesagt hast, die sind ganz blöd. Ich hab gedacht, das ist ein Dummy doof, Mann. Nein. Und dann ist er von der Schule geflogen? Auf jeden Fall. Und hast du dich schon mal mit jemand geprügelt, weil du wieder cool warst? Ja, da hab ich mein Bügeleisen mit zur Schule genommen. Da hab ich den verbügelt. Boah, das war lustig, oder? Und erzähl doch mal du, hast du schon mal jemanden verprügelt? Ja, aber da kamen die mit dem Krankenwagen dann an und haben dann so ein Tuch über den drüber gelegt. Ich weiß auch nicht warum. Scheinbar Markertücher. Ja, oder dem war kalt. Wahrscheinlich. Ja, aber sonst nicht. Dann haben die auch gesagt, ich darf nicht mehr auf die Schule gehen. Und dann bin ich in so, ich glaube, Gefängnis hieß das oder so. Bin ich dann mal kurz gekommen. Dann haben die gesagt, ich darf das nicht machen. Ich muss ja auch nicht, ich weiß nicht warum. Ja, die sind alle ein bisschen doof in der Birne. Oh ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber was will man machen? Sind halt dumme Dorfmänner. Oh ja. Oh, die doofen Dorfmänner. Oh nein. So, jetzt gewinne ich kurz. Oder du tust dich selbst, passt. Nein! Oder ich sterbe. Ach, wie Mann. Schlecht ist.
Ah, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier sein, weil ich verliere viel zu oft und das kann ich nicht vertragen. Dann weine ich wieder. Ich fand die Einzelne so schlecht, mit dir spiele ich nicht mehr. Das ist aber schon ganz schön gemein. Weißt du, das bringt mich dann auch... Manchmal, da läuft mir eine Träne vom Auge runter. Da bist du ganz traurig, oder? Ich möchte darüber jetzt nicht reden, alter Boy. Das reden wir dann weiter, wenn wir fertig sind mit aufnehmen. Ja! Okay, dann sag jetzt irgendwie Tschüss, verabschiede dich und sag, dass ich der Coolste bin oder du der Coolste bin. Da kannst du dich entscheiden. Wenn ihr auch so cool werden wollt wie ich, dann müsst ihr auf jeden Fall das machen, was ich gesagt habe. Käppi tragen und eine Lederjacke. Und lange Hosen. Und, ja, und dann werdet ihr cool. Cool. Okay, und wenn ihr das nicht macht, dann blockiert euch alter Beule sofort. Aber sofort. Ihr müsst ein Beweisvideo bringen, oder? Ja, ein paar sind am besten mal Video antworten. Okay, unter dieses Video, wie cool ihr denn seid. Ja, mach das mal. Okay, dann sage ich jetzt Tschüss und alte Beule sagt Tschüss. Tschüss.